Hallo zusammen. Ich habe mich heute ganz in Wagenfarbe gekleidet oder ich habe es zumindest versucht. So ganz perfekt harmoniert es nicht, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ihr seid mal wieder bei der autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Und heute steht für euch an diesem schönen Platz auf dem Burschel über Offenburg ein interessantes Auto, nämlich ein Auto, was ihr ganz normal als Auto verwenden könntet. Oder eben auch als Campingmobil. Das ist der Ford Nugget. Ein 4,97 Meter langes Campingmobil, ausgebaut von Westfalia. Ford bietet es genau so an. Und mit diesem Auto hat man eben den Vorteil, man kann campen und eben das Auto ganz normal im Alltag nutzen. Allerdings ist das ganz, ganz billiger Spaß. Wir werden auf die Preise noch eingehen, aber es ist sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau. Und da hat man alles dabei, was man braucht. Wir haben jetzt hier die Variante mit dem Aufstelldach. Wir werden euch das nachher zeigen. Wir haben sogar noch eine Markise dran. Wir werden alles aufbauen, damit ihr das seht. Und so starten wir in dieses Review, in diesen Bericht, in dem wir dieses Auto ein bisschen unter die Lupe nehmen. Optisch muss ich sagen, finde ich das sehr schön, mitten in dieser Farbe Orange. Aber kostet etwa 1000 Euro Aufpreis. Also, naja, kein billiges Vergnügen. Auch diese Biegsehnenleuchten hier kosten Aufpreis. Normal ist Halogen, ist kein LED, aber ja Gott, ist ja auch kein Sportwagen. Dann haben wir hier auf der Seite hier die schönen abgedunkelten Scheiben. Hier den Wassereinlass. Wir haben einen schönen 42 Liter Wassertank drin, Frischwassertank, aber auch einen 42 Liter Abwassertank. Hier haben wir dann eine schöne Steckdose. Also hier könnt ihr, wenn ihr am Campingplatz seid, das Auto mit Strom versorgen, weil das Auto hat natürlich auch intern eine Stromversorgung. Ich habe gesagt, 4,97 Meter lang, das passt soweit. Und das Auto ist 2,06 Meter irgendwas hoch. Manche Tiefgaragen sind nur 2 Meter hoch und dann kommt man nicht rein. Also wenn man jetzt diesen Hauptwettbewerber dieses Autos sieht, also den Marktführer, wenn man so möchte, den VW California, der ist 1,99 Meter hoch. Das muss man einfach wissen. Aber der California, wie ihr alle wisst, ist natürlich auch nochmal eine Preisklasse höher, würde ich sagen. So, und jetzt habe ich mir schon gemütlich gemacht. Was habe ich getan? Ich habe mir diesen Klappstuhl aufgebaut. Da liegt der zweite, praktisch verpackt, wirklich eine klasse Geschichte, ist sogar bequem, gehört hier zu dieser Westfalia-Geschichte dazu, kostet natürlich ein bisschen Aufpreis. Hab mir hier eine Flasche Wasser in diesen integrierten Cupholder gestellt und sitze hier nett im Schatten unter dieser Markise, die übrigens circa knappe 1000 Euro kostet. Aber wer ein ordentlicher Camper ist, kann auf so eine Markise nicht verzichten. Denn du kommst halt raus und stehst ansonsten im Regen. Und wenn du die aufbauen kannst, hast du weder Probleme mit der Sonne noch mit dem Regen. Also, wir haben auch das Aufstelldach aufgestellt. Es geht hinten hoch, im Unterschied zum California, wo es vorn hoch geht. Es wird sich gleich auch noch zeigen, warum. Und was fehlt mir jetzt noch? Es fehlt mir natürlich, wenn ich Stühle habe, Markise, fehlt mir noch ein Tisch. Und bei der Gelegenheit zeige ich euch, wo der untergebracht ist. Der ist hier nämlich wirklich klug untergebracht und auch sicher. Ich drehe hier diese eine Halterung und kann ihn schon rausnehmen. Das ist eine gute Sache. Falls ihr gesehen habt, wie wir das beim Bürstner Coppa gemacht haben, dort ist es mit Gurten gemacht. Das ist das, da ist hier schon eine bessere Lösung. So, Tisch ist schön leicht. Schauen wir mal, ob ich den gut aufgebaut bekomme. Einmal mal hoch. Dann müssen die da rein. Die so, und dann steht der Tisch schon. Ich lasse ihn jetzt mal niedrig. Da haben wir so eine schöne Wohnzimmer-Tischatmosphäre. Der passt doch optisch wirklich perfekt zum Design dieses Autos mit dem Orange, mit dem Grau, mit dem Schwarz. Also das ist schon ein stylischer Auftritt. Anders kann man das nicht nennen. Natürlich sitze ich hier nicht nur faul rum, sondern will euch ja zeigen, was dieser Ford Nugget zu bieten hat. Und so fangen wir vielleicht mal beim Wichtigsten an, bei der Küche. Ja, Essen und Trinken ist immer wichtig. Und obwohl dieses Auto so kompakte Außenmaße hat, die sind kaum größer wie die eines E-Klasse
E-Segment-Autos, also zum Beispiel Passat oder Ford Mondeo, hat man hier eine richtige Küche. Und die Verarbeitungsqualität, das nehme ich jetzt mal vorweg, von dem, was da Westfalia an Möbeln eingebaut ist, ist wirklich hervorragend. Das sieht nicht zusammengeschustert aus, das sieht professionell aus, das sieht industriell aus. Also muss ich sagen, macht auch einen etwas besseren Eindruck als der Bürstner Kopper, den wir ja schon vorgestellt haben. Aber wenn man natürlich die Preise von Kopper und Nugget vergleicht, dann findet man auch einen Unterschied. Der Unterschied ist gar nicht so einfach zu benennen oder genau zu benennen, denn die Ausstattungen sind nicht 100% identisch. Was nimmt man dazu, was lässt man weg? Der Kopper beginnt ja bei 39.900, aber da ist er noch relativ pur, kleiner Motor. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man den vergleicht hier, ich habe das mal schon mal zu Hause gerechnet, also ich würde sagen, 6.000 Euro ist der Bürstner billiger. Wirklich überschlägig, ja, ganz grob. Aber wie gesagt, die Verarbeitung hier sieht für mich ein bisschen besser aus. Der Boden übrigens da ist schön mit so einem Holzimitat ausgelegt. Vorne auch Schienen, das zeige ich euch später noch. Und drüber jetzt hier zum Schutz eben hier dieser Teppich. Schauen wir mal hier rein. Das Fach ist von zwei Seiten zu öffnen, nämlich von der hier. Und auch ganz praktisch, wenn man innen ist, von der hier. Und da innen, ihr seht es hier, ist auch noch eine Leiter integriert, die, ich nehme sie jetzt am besten mal raus, wird hier ganz einfach rausgenommen. Ein bisschen mit Kraft. Ich mache das jetzt mal von unten, Tür wieder zu. Und dann hänge ich die ganz einfach hier ein. Schaut mal, schick geworden. Auch das wirklich handwerklich einwandfrei gemacht. So, dann trete ich mal da hinten drauf. Und dann seht ihr schon, ich kann prima hier stehen. Ihr seht mich jetzt zwar nicht mehr oben. Hier auch übrigens eine schöne Leseleuchte integriert, die man dann gut nach oben drücken kann. Und hier stehe ich jetzt in meiner Küche. Ich kann das Bett hier auch hochfahren, damit ich hier noch ein bisschen mehr Platz in der Küche habe. Und hänge das dann ganz einfach hier an beiden Seiten ein. Ich kann dazu auch die Leiter benutzen. Dann geht es noch leichter. Und ja, dann kann ich euch hier zeigen, was es hier gibt. Es ist echt eine komplette Küche. Hier mit dem 40 Liter Kühlfach, kostet keinen Aufpreis, ist in den Preis integriert. Hier der Schutz für die Fensterscheibe, wenn man hier kocht. Und dann hier ein zweiflammiger Gasherd mit elektronischer Zündung. Und hier ein schönes kleines Waschbecken, ist nicht zu tief, sind vielleicht so 12 cm. Ja, und hier kann man dann eben die Utensilien unterbringen, die man zum Kochen braucht, Lebensmittel und so weiter. Fächer genug, auch da unten drunter noch, da ist jetzt die Außendusche drin, denn man kann hier am Heck noch eine Außendusche anbringen, auch das ganz wichtig. Dann hier haben wir ein bisschen Geschirr reingestellt, also man sieht, was man hier alles machen kann. Hier eben dann auch, das sind noch die Abstellhähne fürs Wasser. Und hier ist übrigens im Auto auch integriert eine Standheizung. Auch das ist im Preis beinhaltet. Hier eine Schublade übrigens, schaut mal hier, Besteckschublade, auch die qualitativ wirklich ordentlich hochwertig. Also kann man schon in dieser kleinen Küche, wenn man sich gut vorbereitet, kann man hier wirklich gut arbeiten. Hier nochmal ein tiefes Fach für alles Mögliche. Muss jetzt nicht unbedingt von der Küche aus gemacht werden. Und hier oben nochmal eine Leuchte. Also, und was ich auch schön finde, da oben, ihr seht es jetzt links und rechts, eben dann die Möglichkeit auch rauszugucken, damit man einen schönen Blick hat, Luft bekommt. Und man kann natürlich auch nach vorn durchgehen. Ja, der Ford Nugget ist ja ein kompakter Camper für bis zu 4 Personen. Und das bedeutet, man kann eben auch nicht nur zu viert fahren, sondern auch zu viert schlafen. Eine Schlafmöglichkeit ist die hier. Da haben wir nämlich jetzt eine Breite von 1,30 Meter und eine Länge von 1,91 Meter. Wir haben das erreicht, indem wir das hier von unten hochgeklappt haben. Das ist hinter der Bank normalerweise. Da gibt es dann unten so eine Stange, mit der das dann steht. Und dann haben wir einfach die Lehne nach hinten geklappt und die Sitzfläche dann weiter nach vorn geschoben. Und so entsteht dann diese wirklich große Liegefläche. Dieser Tritt hier übrigens ist praktisch, kostet aber auch einen kleinen Aufpreis. Ich meine, es sind 200 Euro, legt mich nicht fest. Und hier seht ihr wieder den schönen Boden.
Und hier erkennt er auch die Schiene, auf der dann diese Bank hin und her bewegt werden kann. Also so entsteht ein schönes, ebenes Bett hier unten. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns, wenn wir schon von Betten sprechen, gleich das Bett oben an. Ich löse hier wieder die Befestigung, stehe auf die Leiter, löse dieses hier und dann haben wir hier das Bett nach unten geholt. Ich weiß nicht, ob du das siehst, komm am besten mal hoch. Hier sind punktelastische Federelemente unter der Matratze und das macht einen angenehmen Schlafkomfort. So, und hier oben, ich ziehe das mal gerade, dann haben wir hier oben eine Liegefläche von 2 Meter mal 1,38. Also hier oben ist noch komfortabler. Hier können zwei schön miteinander kuscheln. Ich habe jetzt hier Schuhe an, ich möchte mich da nicht hochbegeben, aber das könnt ihr euch gut vorstellen, denke ich. Also, und dadurch, dass eben hier die drei großen Öffnungen sind, kriegt man gut Luft und kann man gut rausgucken. Da fühlt man sich auf keinen Fall beengt. Und über die Leiter, ich kann es ja mal zeigen, kommt man hier wunderbar hoch und kann sich hier dann aufs Bett absetzen. Ich habe, wie gesagt, jetzt Schuhe an, das sollte man ohne Schuhe machen. Und ja, dann hat man hier oben ein schönes Leselicht. Füße nach vorn, passt alles wunderbar. Ablageflächen gibt es hier auch noch eine kleine und die Getränke hier in der Nähe, das ist auch ganz praktisch. Ne? Du kannst quasi aus dem Bett an den Kühlschrank greifen und dir was rausholen. Auch das ganz gut. Also mir gefällt diese Lösung mit der Heckküche sehr gut. Beim California und bei den meisten anderen ist es ja so, dass die Küche vorn an der Seite ist. Ein großer Vorteil dieser Lösung, und ich habe das selbst schon ausprobiert, ich gehe mal ein Stückchen zurück. Jetzt hänge ich das wieder ein, damit ich davor komme. Ein großer Vorteil, ich hänge es mal nur an einer Seite ein, ist, dass man hier die gesamte Seitenbreite hat. Das heißt, wenn da nur eine Person ein Fahrrad mitnehmen möchte, kannst du hier, wenn man die Pedale wegmacht, so habe ich es zumindest gemacht, ein Fahrrad reinstellen. Und dadurch, dass es eben hier zwischen genau passt, braucht man es gar nicht sehr festmachen. Natürlich muss man es befestigen. Ich habe so ein Spannbord genommen, da findet man was. Übrigens auch ganz praktisch hier in der Tür ein Schirm. Ja, direkt da, wo man ihn braucht, wenn man rausgeht, ist ein eleganter Schirm. Der ist hier mit so einem Druckknopf festgemacht und so fällt er nicht durch die Gegend. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze wieder aufstellt, also zu einer Sitzbank macht, nachdem wir das Bett nicht mehr brauchen. Dazu stellen wir einfach das hoch, drücken so ein bisschen nach vorn und zack, steht die Sitzbank schon wieder. Hinten entfernen wir den Bügel, klappen ihn nach oben, so, setzen uns auf die Bank und fahren die Bank einfach wieder nach hinten, bis sie einrastet. So, dann haben wir haben die Sitze weit nach vorn gemacht. Jetzt können wir auch da unten die Halterung von der Bank, vom Tisch wieder lösen. Der Tisch ist schon, das Tischbein kommt schon raus. Dann öffnen wir dieses Teil hier. Und jetzt haben wir einen richtig schönen Tisch, den wir mit dem Unterteil nach vorn fahren. So, jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt steht er hier relativ fest. So, da sitzen wir doch ganz schön. Wir könnten die Vordersitze jetzt umdrehen, dann haben wir eine schöne Viererkonstellation. Hier ist übrigens auch noch eine 12-Volt-Steckdose, eine 220-Volt-Steckdose, Fenster, die man schön öffnen kann. Die kann man auch, ich löse das mal, so, dann kann man die hier aufklappen. Ne? So, da kriegen wir auch ein bisschen Luft. Auf der anderen Seite das Gleiche, ich schließe mal die Tür. Da haben wir jetzt noch die Vorhänge zum Draußenhalten von den Blicken. So seht ihr, hier haben wir das gleiche Fenster. Hier nochmal haben wir schön Licht und können hier wunderbar sitzen. Kopffreiheit gibt es auch. Ich zeige euch das mal. Ich stehe hier auf. Ich bin hier 1,86 groß und kann aufrecht stehen, sogar noch hier bei der Bank und nicht nur in der Küche. Also ich würde sagen, es können 4 hier schlafen. Familie mit 2 Kindern klappt, denke ich, hervorragend. Natürlich ist es kompakt, natürlich muss man sich beschränken. Ideal würde ich aber sagen, ist das Auto für 2 Personen. Da kann man sich schön verteilen. Der eine kann unten schlafen, wenn man mal möchte, der andere oben schlafen. Also ich denke, eine wirklich gute Lösung. Ich habe ja schon über die Dusche gesprochen. Die wird ganz einfach hier eingehängt auf den
Knubbel hier gedrückt und hier dann eingeschaltet. Und der Schlauch, den kann man jetzt nach außen machen. Schaut mal, da ist eine Halterung dabei. Die kann man zum Beispiel hier an die Scheibe machen. Ich könnte mir auch vorstellen, man könnte sie an die Scheibe dort machen. Und dann kannst du, wenn du das clever machst, hier unter dem Ding duschen. Und wenn du dann meinen Vorschlag aufgegriffen hast und hier so eine Art Vorhang drum machst, hast du ja nicht nur eine Erweiterung vom Wohnraum, sondern auch einen geschützten Duschraum. Und auch das Teil kannst du hier festmachen und kannst... Moment, ich habe es jetzt verkehrt. Aber so müsste es gehen. Kannst du hier reinstecken. Jetzt habe ich es an der... Ich muss es mehr an der Seite machen. So, hier reinstecken. Dann da rein. Wieder verkehrt. Jetzt muss ich gucken. So, da rein. Und jetzt funktioniert es. Jetzt kannst du hier duschen. Ja? Nicht schlecht, oder? Bisschen weiter weg vielleicht von da. Aber man kann ja auch einfach den Duschkopf in die Hand nehmen und sich dann duschen. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit zu duschen. Und das ist in so einem kompakten Reisemobil natürlich wertvoll. Ich wollte euch noch zeigen, wo das Wasser und das Abwasser ist. Diesen Deckel kann man einfach aufdrehen. Auf der anderen Seite ist das Abwasser gleich große Menge. Wenn man das Auto im Winter abstellt, sollte man die Deckel öffnen, damit es durchlüftet ist und nicht modert. Kommt man also ganz gut ran, wie ich finde. Und da liegt ja dann ganz praktisch vom Bett vorn noch ein Polster auf. Auch wichtig zu wissen. Praktisch zum Einsteigen und Aussteigen sind auch die Griffe, kann man sich festhalten. Wenn man da auf die Stoßstange steht, die ist ja schön mit Kunststoff belegt, kann man auch gut draufstehen. Kann man sich hier gut festhalten beim Ein- und beim Aussteigen. Auch die Taschen hier, die Westfalia hier verbaut hat für die Kleinigkeiten, sind praktisch. Ja. Ich würde eigentlich so aufteilen. Links die Kochutensilien und hier der große Schrank, der von hinten und von innen zu bedienen ist. Da würde ich dann mit den Staufenstern-Fächern hinten eben Socken, Unterwäsche und eben dann Pullis, Hosen. Das müsste alles hier reinpacken. Wie gesagt, kompaktes Wohnmobil. Da ist der Teppich jetzt ein bisschen im Weg gewesen, aber da würde ich sagen, wäre der ein guter Platz für die Schuhe. Also ein schön gemachtes Wohnmobil, qualitativ hochwertig, hat aber natürlich auch seinen Preis. Was ich euch auch noch zeigen wollte, sind diese beiden Schienen auf dem Dach, die man verwenden kann, eben um darauf Surfbretter, lange Dinge zu befestigen. Auch ganz wichtig, hier sieht man nämlich von unten nicht, aber gerade bei einem kompakten Reisemobil eben wichtig, man kann eben auch langes Sportgerät auf dem Dach befestigen. Ja, und weil wir schon bei den Nutzwerten sind, vielleicht auch noch was zur Anhängelast. Man kann natürlich auch einen Anhänger dranhängen, wenn man das mag. Wir haben hier 1250 Kilogramm, die man gebremst anhängen darf. Übrigens, der Motor, der 170 PS leistet hier, hat ein Drehmoment von 390 Newtonmetern. Auch das für die Insider vielleicht wichtig. Nochmal kurz zum Motor. Der Motor mit den 170 PS, der wird im Moment nicht mehr gebaut. Es gibt jetzt anstatt dessen einen 185 PS Motor, der eben ein bisschen mehr Leistung hat, etwas moderner ist. Man hat an der Effektivität gearbeitet. Wir haben nämlich hier bei dem hier einen Testverbrauch von 9,9 Litern notiert. Das ist jetzt nicht allzu wenig. Es wäre interessant zu wissen und ich vermute mal, dass der neuere Motor vielleicht auch beim Verbrauch dann ein bisschen besser ist. Aber die Orientierung für euch, realer Testverbrauch, eben 9,9 Liter. Und ich möchte euch noch vorlesen, was alles dazugehört zu diesem Auto. Ich habe euch ja gesagt, das Auto gibt es ab etwa 53.000 Euro. Aber so wie er hier steht, mit dem Motor und mit dem Automatikgetriebe, kostet er 58.000 Euro. Und hier haben wir jetzt noch einige Optionen verbaut für euch. Vielleicht ganz interessant zu wissen, was hier alles dabei ist. Also zum Beispiel ein Sichtpaket. Vor allem ist da der adaptive Geschwindigkeitstempomat dabei. Pre-Collision Assistent, Verkehrsschilderkennung. Dieses Paket, das nennt sich Sichtpaket 3, kostet 3.600 Euro. Die Gelenkarmmarkise, habe ich euch schon gesagt, kostet 890 Euro. Der Warmwasserboiler, wichtig, auf den würde ich nicht verzichten wollen, 667 Euro. Die Diebstahlwarnanlage, ja, das muss jeder selbst wissen, 300 Euro etwa. Die Metalliclackierung, wie gesagt, knapp 1000 Euro, das ist ein bisschen viel, aber schön ist es schon. Die Bixenon-Scheinwerfer, 1000 Euro. Die Trittstufe, ich habe euch vorhin gesagt, die kostet Aufpreis 119 Euro.
der Totwinkelassistent nochmal 357 und die Diebstahlwarnanlage, das habe ich schon erwähnt, knapp 300 Euro. So kommt man dann in der Summe hier unseres Testwagens auf 66.000 Euro. Damit ist er wirklich breit, voll, gut ausgestattet, wie ich finde. Fehlt aus meiner Sicht nichts. Ich bin ein großer Fan des Automatikgetriebes, weil es einfach gerade auf langen Strecken sehr angenehm ist, wenn man nicht selbst schalten muss. Ja, und jetzt fahren wir natürlich mal auch mit unserem Ford Nugget. Und ich habe ja schon gesagt, dieses Auto hier stellt 170 PS bereit. Es gibt auch noch eine schwächere Dieselvariante mit 130 PS und wie gesagt eine neuere, starke Variante mit 185 PS. Das Auto übrigens, um es bei der Stelle auch zu sagen, ich würde sagen, dass die stärkere Variante durchaus die empfehlenswerte ist. Die stärkere Variante deshalb empfehlenswert, wie ich finde, man hat hier ein zulässiges Gesamtgewicht von 3200 Kilo, also man kann 600 Kilo zuladen. Das ist also schon ein ordentlich schweres Auto und wenn man das Auto eben auch im Alltag nutzt oder eben auch in die Alpen fahren möchte, dann ist es natürlich schön, wenn man ein bisschen mehr Power hat. Und der Preis gegenüber dem Marktführer ist natürlich auch immer noch attraktiv. Verbrauch mit 9,9 Litern, Testverbrauch wohlgemerkt, ja, an der oberen Kante dessen, was ich hinnehmen würde in dieser Fahrzeugklasse. Das Auto liegt gut auf der Straße, ist vernünftig abgestimmt, wie ich finde, unkompliziert zu fahren. Insbesondere mit dem Automatikgetriebe macht es einfach Freude, weil man sich das Schalten spart und man sich eben auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Ich würde sagen, auch die Verarbeitung der Schränke, der Innenausstattung ist so gut, dass es wenig Geräusche verursacht. Wir haben jetzt einiges an Gepäck schon drin und muss sagen, wirklich relativ leise. Fährt sich also sehr angenehm. Was mir gut gefällt, ist hier, ihr seht es da auf der rechten Seite auch, diese gut angebrachten Cupholder da oben und weiter unten für etwas größere Flaschen dann auch. Großes Display hier in der Mitte mit der Rückfahrkamera unter anderem, Klimaanlage, also sehr aufgeräumt, auch das Display hier hinterm Lenkrad, übersichtlich, klar. Und auch die Bedienung hier mit dem Abstandsregeltempomat, für mich eine Option, die man auf jeden Fall ins Auge fassen sollte. Allein dieses Paket, dieser Paketpreis von 3.600 Euro etwa, ist natürlich ein bisschen viel für so eine Option. Aber wenn du halt auf langer Strecke unterwegs bist, ist es wirklich eine große Erleichterung, wenn man den Abstandsregeltempomaten eben aktivieren kann und das Auto dann automatisch abbremst und nicht auffährt und auch wieder automatisch Gas gibt. Also für mich eine gute Option und wie gesagt, das Auto selbst ist so günstig, dass man sich diesen Luxus vielleicht leisten könnte. Ja, also für mich eine interessante Variante dieser Ford Custom Nugget und ich denke, man könnte ihn, wie gesagt, durchaus ins Auge fassen, weil mich seine Verarbeitungsqualität und eben auch sein Fahrverhalten absolut überzeugt hat. Ja, und dann kommen wir schon zu unserem Fazit, zu diesem Ford Nugget mit dem Aufstelldach. Was mir besonders gut gefällt, ist die Küche im Heck. Das bedeutet, man hat vorne die gesamte Breite im Unterschied zu den Autos, wo vorne die Küche seitlich ist. Man hat also die ganze Breite zur Verfügung und man kann seitlich etwas Langes wie ein Fahrrad zum Beispiel prima reinstellen. Für mich ein großer Vorteil. Mit der Küche hinten kommt man gut zurecht, die Stehhöhe, das passt alles. Die 170 PS sind wirklich eine gute Motorisierung, 185 in der neueren Variante dann natürlich auch. Damit hat man wirklich genug Bums. Ich fand nur 9,9 Liter Verbrauch ein bisschen viel, aber vielleicht kann man da ja auch mit einem etwas vorsichtigeren Gasfuß was tun. Der Testwagen kostet, das habe ich ja schon erwähnt, 66.000 Euro. Da ist alles drin, was man braucht. Ich würde sagen, damit kann man kalkulieren. Und wenn man diesen Preis dann vergleicht mit einem California, kann man hier doch einige tausend Euro sparen bei dem Nugget. Die Verarbeitung ist sehr gut, die Möbelverarbeitung von Westfalia, die Oberflächen wirklich klasse. Das sieht nicht handgemacht aus, das sieht industriell aus und hat wirklich
so ein bisschen vergleichbar, würde ich sagen, mit dem California, eine hohe Qualität. Also unser Ford Nugget hier mit dem Aufstelldach, wirklich eine interessante Alternative zum California. Natürlich könnte man ihn auch vergleichen mit dem Bürstner Copper, der ebenfalls dieses Chassis verwendet, der ebenfalls einen stärkeren und einen schwächeren 130 PS Motor zur Wahl bietet. Aber der Bürstner Copper kostet, wenn ich es mal ausstattungsbereinigt vergleiche, etwa 6.000, 7.000 Euro weniger als der Ford Nugget hier mit dem Westfalia-Ausbau. Also vielleicht ist es sinnvoll, sich beides mal anzugucken, wenn man einen der beiden erwägt, und dann kann man ja vergleichen. Der hier hat Platz für vier Personen zum Schlafen und zum Sitzen. In der Basis hat der Copper auf der Ford Custom Basis, der Copper von Bürstner, eben dann Platz für zwei Personen. Aber wenn man nur zu zweit ist, könnte das ja eine interessante Alternative sein, wenn man dadurch Geld spart. Das war unser Review zum Ford Nugget mit dem Aufstelldach. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch gute Informationen gegeben und ihr wollt uns gerne wiedersehen. Falls es Kritik gibt, sehr gern auch, dann hinterlasst sie uns auch. Das freut uns genauso, denn dann nur wenn man sich verbessert, kommt am Schluss was wirklich Gutes raus. Hinterlasst euer Like, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal und falls ihr mal gucken wollt, was so ein Auto im Leasing kostet, schaut mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei, dort gibt es immer interessante Leasingangebote, denn bei so viel Geld kann es ja auch interessant sein, ein Auto zu leasen. Ansonsten passt auf euch auf, macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Friedbert.